Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Wir befinden uns immer noch im PTR, bedeutet in dem Testserver für Season 5. Und wenn ihr euch erinnert, ich habe euch gezeigt, welche Uniques alle reingekommen sind. Wenn ihr das Video verpasst habt, auf jeden Fall nochmal nachholen. Und ein Unique fand ich da extrem spannend und das war die axiale Verbindung. Das ist auch ein Unique, was sie im Campfire schon einmal vorgestellt haben. Und diese Hose dreht sich komplett um den Kettenblitz. Und die Kettenblitzfähigkeit und macht, dass Kettenblitz euch umkreist, mehrfach an die Gegner ranspringt und nochmal zusätzlichen Blitzschaden macht. Und ich habe darum so einen kleinen Build gebaut. Das ist natürlich absolut kein Build, den ihr nachbauen könnt oder sollt, weil ich habe hier zum Beispiel noch Schuhe mit Kugelblitzleveln drauf. Das ist wirklich einfach nur, um mal zu testen. Das ist rein grundsätzlich mein Kugelblitz-Build. Ich habe hier auch im Paragon Board nichts geändert. Das ist genauso 1 zu 1 wie der Kugelblitz-Build. Das Einzige, was ich wirklich geändert habe, ist, anstatt dass ich hier Kugelblitz gelevelt habe, habe ich die Level in Kettenblitz gemacht. Und ein paar Aspekte geändert, wie zum Beispiel der ganz wichtige Kettenblitz hat eine Chance, fünfmal zusätzlich überzuspringen. Das ist sehr krass. Und natürlich, dass Kettenblitz Mana gibt. Der ist ganz wichtig. Ohne den habt ihr echt Mana-Probleme. Ich bin jetzt hier zwar quasi schon auf 30 Mana pro Sekunde, 32 Mana pro Sekunde, habe 89 Mana-Erzeugung. Das ist auch der Key in dem Bild, würde ich sagen, zumindest so wie ich mir den vorstelle. Ganz hohe Erzeugung. Und relativ wenig Mana-Kostenreduktion, weil ihr die Mana-Kosten auch hier nicht reduzieren könnt. Beziehungsweise wollt, weil immer wenn ihr 66 Mana entzogen wurde, explodiert der Blitz. Und auch in der Verzauberung hier gibt es beim Kettenblitz, dass sobald 100 genutzt wurde, ein weiterer Kettenblitz dazukommt. Deswegen, ihr wollt eigentlich viel Mana ausgeben, aber auch trotzdem komplett Mana dagegen stemmen. Da sollte es eigentlich reichen, wenn ihr Mana pro Sekunde auf den Schuhen habt, am besten mit einem Greater Aphex, zwei, dreimal kritten, dann solltet ihr mit der 100% Mana Erzeugung so viel Mana haben und mit dem Aspekt hier auf dem Amulett. Müsst ihr nicht auf dem Amulett spielen, ihr könnt auch anstatt sternlosen Himmelring hier einen normalen Ring spielen und dort den Aspekt drauf spielen. Aber den braucht ihr auf jeden Fall. Ist bei mir auch noch nicht Maxroll. Jetzt habe ich ganz viel gelabert, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, weil ich finde, der Schaden, der knallt schon gut rein. Der ist sogar stärker als Kugelblitz, was ich gesehen habe. Und ich finde auch die Synergie ganz geil, weil der Kettenblitz ja wirklich weit weg geht. Das war ja immer das Problem beim Kugelblitz, fand ich, dass man immer sehr nah beim Gegner dran stehen musste oder zum Gegner hinlaufen musste. Das habt ihr hier jetzt weniger. Natürlich macht ihr am meisten Schaden direkt am Gegner dran, weil der Kettenblitz euch umkreist, das werdet ihr gleich sehen. Aber der geht auch irgendwo hin und sammelt die ganzen kleinen Gegner ein, die vielleicht von irgendwo hinten schießen. Jetzt würde ich sagen, ballern wir einfach mal drauf los und ich quatsche hier viel. Und ihr seht, die Mana ist eigentlich relativ voll, wird durch den Kettenblitzaspekt immer wieder voll gemacht. Und der Schaden, der kann sich eigentlich auch gut sehen lassen. Irgendwas über 1 Million, über 2 Millionen, teilweise 6 Millionen. Also das ist schon gar nicht so schlecht, wie ich finde, dafür, dass ich in dem Bild vielleicht 5 Minuten reingesteckt habe. Also da geht bestimmt noch einiges hoch, wenn man das Paragon Board und so weiter erhöht. Ich habe ja auch keinen Greater Aphex zum Beispiel auf der Hose mit dem Kettenblitz. Handschuhe habe ich hier, 6 Ränge auf Kernfertigkeiten. Das ist natürlich sehr krass, weil der Kettenblitz hier bei mir auf Level 20 ist. Dazu Harlekins Krone, was man auf 4 Level gibt. Aber ja, das ist so meine Idee für Season 5. Den werde ich auf jeden Fall in Season 5 einmal spielen. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal an bei Gegnern, die auch ein bisschen in der Welt rumlaufen, ein bisschen hin und her laufen. Und ich weiß, viele von euch wollen es dann auch in der Grube sehen. Deswegen starte ich dann auch eine Grube. Ich werde meine Teststrecke nehmen mit Grube 61. Ich weiß, Noob und so. Aber ihr wisst, ich teste alle Builds auf 61. Das ist das absolute Minimum, was ein Build schaffen sollte. Wenn ihr mehr schafft, dann ist das sehr schön und sollte auch so sein. Aber das Mindeste, was ein Build schaffen muss, ist die 61, wenn er das nicht schafft. Ich weiß, dass das viele auch random schaffen, aber das sollte man auf jeden Fall hinkriegen mit irgendeinem Build. So, jetzt gucken wir. Das Coole ist, ihr seht das schon, ne? Der Kettenblitz, der springt halt wirklich weit weg und killt auch die Gegner, die vielleicht nicht mal im Bild zu sehen sind. Und das finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Diese Range, die es eben bei einem Kugelblitz nicht gibt.
Ich habe auch kein Elixier oder so mit reingenommen. Ich will einfach einmal zeigen, ey, was kann denn so ein Kettenblitz theoretisch? An Schaden würde ich sagen, ist es echt gut. Gerade kam viel Schaden rein. Was man noch überlegen könnte, wäre den defensiven Aspekt zu nehmen, der euch heilt, wenn ihr eine Fähigkeit zündet. Aber grundsätzlich habt ihr ja eigentlich mit dem Magier durchgehend das Schild, was eigentlich ganz cool ist. Aber um sich da ein bisschen gegenzuhalten, würde ich, glaube ich, den Aspekt ganz cool finden, der einen heilt. Da muss man mal gucken, wo man das genau hinpackt, um ja nicht irgendeinen anderen Aspekt zu verlieren. Aber das sieht eigentlich ganz okay aus. Also der Schaden sowieso extrem krass. Und Death, muss ich sagen, geht eigentlich auch noch gut klar. Dafür, dass ich gar nicht drauf geachtet habe und ich glaube, ich nicht mal Rüstung voll habe. Sieht das ganz gut aus. Ich würde sagen, wir sehen uns beim Boss. So, Boss-Time. Ich bin einmal gestorben, weil ich einmal zur Tür musste. Leider. Aber jetzt schauen wir uns mal an, wie es beim Boss aussieht. Für all die, es nicht wissen, der PTR-Boss ist aktuell verbuggt. Der Bug wird erst gelöst, wenn man quasi einmal gestorben ist. Deswegen werde ich das einmal machen. Der ist hat viel mehr Leben, als er eigentlich haben soll. Ich glaube, 5-mal mehr. Wenn ich jetzt wieder zum Boss komme, seht ihr, dass er erst das richtige Leben von einem 61er hat. Nicht, dass ihr euch wundert, deswegen erkläre ich es einmal. Der ist im PTR leider verbuggt. Aber jetzt solltet ihr sehen, wie der Schaden dann wirklich reinkommt. Wichtig ist eigentlich auch, dass man überlebt, finde ich, beim Magier immer. Das ist für mich immer ein Problem gewesen beim Magier. Oft das Problem, dass der relativ wenig Death hat. Aber gut, das sah jetzt eigentlich ganz okay aus, würde ich sagen. Und ja, das ist der Kettenblitzmagier. Noch kein finaler Bild. Ich habe auch kein Bild dazu gebaut. Nochmal an alle, die jetzt vielleicht in den Kommentaren fragen, ey, Lu, wo ist denn der Bild? Das ist nur, um mal diese Hose auszutesten und was ein Kettenblitzbild so machen könnte. Und ich finde, ich hoffe ihr auch, das sieht ganz, ganz cool aus. Sagt mal gerne eure Meinung unter die Kommentare. Werdet ihr ein Kettenblitzbild spielen, wenn ihr den Magier spielt in Season 5? Würde mich sehr interessieren. Natürlich, wenn ihr nichts zu Diablo 4 verpassen wollt, gerne ein Follow dalassen und ein Like auf dem Video. Würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.